Immer mehr Kommunen schränken die Öffnungszeiten der Kitas ein, weil es nicht genügend Fachkräfte gibt. Klingt nicht nur ganz schön dramatisch, sondern auch ziemlich bekannt, oder? Denn das ist kein neues Problem. Die KollegInnen in den Kitas arbeiten nicht nur am Limit, sondern schon lange darüber hinaus. Nirgends sind die Krankenstände höher. 100.000 Fachkräfte fehlen akut und die, die da sind, werden verheizt. Ich weiß, dass Sie wissen das, aber jetzt mal ehrlich, das ändert ja nichts an der Situation. Das Kitasystem ist massiv unterfinanziert. Der Fachkräftemangel ist irrsinnig. Nur die Fachkräfte und die Familien mit ihren Höchstleistungen verhindern gerade das komplette Systemversagen. Kinder haben ein Recht auf frühkindliche Bildung, Betreuung und Förderung. Besonders Kinder aus armen und benachteiligten Familien sind darauf angewiesen. Ein Kita-Gipfel, bei dem Bund, Länderträger und Gewerkschaften endlich gemeinsam Lösungen entwickeln. Die Ausbildung der Berufe müssen attraktiver werden. Wir brauchen mehr Kapazitäten für Ausbildung und die Qualifizierung von QuereinsteigerInnen. Kampagne, um Fachkräfte zurückzugewinnen, zum Beispiel mit einer Rückkehrprämie. Wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern, zum Beispiel mit einer 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ganz im Ernst, machen Sie was. Irgendwas.